Mein Name ist Alexander Schumacher, ich bin Gesamtvertriebsleiter der Audi AG, zuständig für die Region Süddeutschland und ich darf Sie gemeinsam mit Herrn Wachso sehr herzlich zu unserer zweiten Veranstaltung begrüßen. Die zweite deshalb, weil die erste einfach so gut war im März. Dann haben wir uns entschlossen, aufgrund der sehr positiven Resonanz, die wir bekommen haben, auf beiden Seiten des Tisches die zweite Veranstaltung zu machen. Vielen Dank. Ich glaube, Veranstaltungen für Startups gibt es mittlerweile jede Menge. Ich selber habe ein paar Jahre in Berlin gelebt. Da können Sie eigentlich zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen mittlerweile hingehen. Wir versuchen das heute ein bisschen anders zu machen, in einem kleinen, illustren Kreis, wo wir Ihnen die Gelegenheit geben möchten, interessante, gehaltvolle Gespräche zu führen, branchenübergreifend. Und wir machen das nach der Art eines Speed-Datings. Das heißt, die Damen und Herren auf der rechten Seite möchten wir bitten, nach jedem Gang dann später 4 Plätze weiterzurücken, den 5. Platz einzunehmen. Wenn die Klingel läutet. Wenn ich hier mit meiner Kuhglocke stehe und hier laut klingel, dann geht es für die Startups 5 Plätze weiter. Das ist auch der Grund, warum bei Ihnen im Moment nur ein Suppenlöffel liegt. Es wird dann wieder frisch eingedeckt. Keine Angst, Sie werden alle verköstigt. Wer es nicht schafft, das Glas Wein während des Ganges auszutrinken, darf es gerne mitnehmen. Und das Namensschildchen. Und das Namensschildchen, genau. Ja, wir wollen das ganz locker handhaben heute Abend. Ich hoffe, dass Sie wirklich interessante Gespräche führen. Wir freuen uns drauf. Wir heißen auch von Audi AG. Wir machen das sehr gerne. Wir sind ein progressives Unternehmen und wir beschäftigen uns auch sehr intensiv mit innovativen Themen und sind natürlich darauf angewiesen, genau diese Kontakte, diese Impulse, dieses Vor- und Querdenken auch zu bekommen und auch diesen Ansatz, der vielleicht anders gelebt wird, wie es im großen Konzern üblich ist. Wir haben viele interessante Impulse erhalten. Ich nenne das Thema Digitalisierung, Audi City, unser digitaler Showroom in Berlin, den wir eröffnet haben, wo wir versuchen, unseren Handel von der analogen in eine digitale Welt zu überführen. Vielleicht hatten Sie die Gelegenheit, unsere Audi Virtual Reality Brille sich anzuschauen. Wenn nicht, sollen Sie das nachher machen. Auch das ist ein Autoerlebnis der ganz besonderen Art. Ich darf meine Kollegin auch Bettina Bernhard noch begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin der Audi Business Innovation hier in München und leitet unsere Jugendforschungsabteilung. Alles das, was für die Zukunft existenziell wichtig ist. Also auch die ganzen Mobilitätskonzepte der Zukunft sind bei ihr verortet. Wir glauben, dass Mobilität auch in Zukunft ein individuelles Thema sein wird. Aber die Ansprüche werden sicherlich anders sein, als sie heute sind. Und da braucht man neue Ideen, neue Impulse und neue Herangehensweisen. Das hoffen wir, dass das heute Abend auch für Sie der Fall sein wird, dass Sie sich angeregt unterhalten. Der Gag, dass Sie wechseln, bietet die Gelegenheit, dass Sie ganz unterschiedliche Gesprächspartner heute kennenlernen, Visitenkarten austauschen. Und ich hoffe natürlich, dass es Ihnen viel Spaß macht. Sie werden, glaube ich, kulinarisch sehr gut verwöhnt heute Abend. Im Anschluss an die Veranstaltung haben wir unsere Audi for Future Night. Das heißt, dann kommen nochmal 350 Personen, Investoren, Blogger, innovative Leute, einfach Menschen, die auch Interesse haben, Sie kennenzulernen. Also ich darf Sie herzlich einladen, wenn Sie nachher Lust haben, hier zu bleiben, sich unter die Menge zu mischen. Es sind auch einige interessante Startup-Unternehmen mit dabei, wo Sie heute, glaube ich, die Ideen auch live so ein bisschen erleben können. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen viel, viel Spaß heute Abend. Ja, tolle Gespräche, viele Anregungen. Guten Appetit, genießen Sie den Abend. Vielen Dank. Hallo, servus, ich bin der Christian von Eistüt und ich stelle euch heute unsere Cocktails aus der Tüte vor. Und das ist eigentlich relativ einfach, die kann man bei uns im Internet bestellen. Das heißt, wenn man die bis 16 Uhr bestellt, in der Regel sind die am nächsten Tag dann auch schon per DHL dann zugestellt. Und dann geht es relativ einfach, Tüte aufmachen, 2 Schaufeln Eis rein. Das Eis, das muss man sich allerdings selber besorgen, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Dann noch der Strohhalm rein, Tüte zu. Und fertig ist der Cocktail. Das Ganze gibt es vor allen Dingen mit alkoholischen Cocktails, aber ihr habt auch Säfte. Wir haben jetzt hier zum Beispiel jetzt einen alkoholfreien Cocktail, den Mango Kiss, aber wir haben noch 6 alkoholische Cocktails, zum Beispiel den Caipirinha, den Cosmopolitan, den Mai Tai, Pina Colada. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Im Internet zu finden, wo? Unter eistüt.de. Mit UE. UE oder auch Ü, geht beides.